Ich finde es übrigens interessant. Ich kenne aus meiner Jugend als Musiker diese Mikrofonständer, die waren damals alle silbern. Ich finde es interessant, dass es inzwischen eine Quotenregelung für schwarze Mikrofonständer gibt. Ich habe manchmal den Verdacht, dass sich die schwerer einstellen lassen. Die haben eine gewisse Renitenz. Ich möchte auch einen Text aus diesem Buch lesen, der von mir ist, der aus einer Reihe stammt, die den Titel trägt Schwabinger Krawall. Das heißt, es geht dort um Schwabing, aber es geht natürlich gelegentlich auch um andere Themen. Die muss man jetzt bloß finden. Jürgen, weißt du ungefähr? Ziemlich weit vorn? Ist richtig. Es geht dort auch um andere Themen. Es geht in dem Fall um ein Thema, das vor einigen Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat, international, als jemand bei einer dänischen Zeitung, glaube ich, sich die Mühe gemacht hat, mal zu überlegen, wie Mohammed eigentlich aussehen könnte in einer Karikatur. Nun gibt es Streit darüber, auch innerhalb der islamischen Wissenschaft, ob man Mohammed darstellen kann. Die Frage ist meines Wissens nicht entschieden. Man hat sich jedenfalls damals dafür entschieden, so darf man ihn nicht darstellen als Witzfigur. Aus diesem Streit ist folgende Geschichte entstanden: Kalter Kleinkrieg. Angefangen hat es damit, dass es eine Woche lang ununterbrochen geschneit hat, was Anfang März, selbst in Zeiten des Klimawandels, nicht unbedingt normal ist und jedenfalls dazu geführt hat, dass der kleine Fritzi und sein Freund Solkan beschlossen haben, einen Schneemann zu bauen. Der Mama vom Fritzi war es ein bisschen zweierlei, weil bei den außerhäusigen Aktivitäten der beiden Buben selten etwas anderes herauskommt als ein Malheur. Aber hat sie gedacht, was soll bei einem Schneemann schon passieren? Und so kommt der Bub wenigstens an die frische Luft. Der Schneemann ist gewaltig groß geworden, weil, wie gesagt, gar so viel Schnee da war. Und wie der Kopf endlich auf den Rumpf gewuchtet war, haben der Fritzi und der Solkan eine vierte Schneekugel neben das Monument rollen und draufsteigen müssen, um überhaupt noch zum Schmücken hinaufzukommen. Der Fritzi hat dem Schneemann einen Blumentopfuntersetzer als Mütze aufgesetzt. Der Solkan hat ihm eine von seiner Mutter aus der Küche gezwickte gelbe Rübe als Nase, ein kleines krummes Zweigerl als Mund und zwei Kieselsteine als Augen hineingesteckt. Und dann hat der Fritzi gesagt, der Kerl brauche auch noch einen gescheiten Schnurrbart. Zum Glück oder im Nachhinein betrachtet auch nicht zum Glück ist in diesem Augenblick gerade die alte Frau Reibeis mit dem Aschenschub von ihrem Kohlenofen dahergekommen und der Fritzi hat sie gefragt, ob er eine Portion von der Asche haben könne, weil das ideal für ein Schnurrbart sei. Wie er dann mit dem Blechschub in der Hand recht wackelig balancierend auf der Kletterschneekugel gestanden ist und einen Schnurrbart sozusagen hineinaschen hat wollen in das grimmige Schneemanngesicht, hat die Kletterschneekugel unter seinen Füßen nachgegeben und den Fritzi aus seinem labilen Gleichgewicht gebracht. Dabei ist ihm der Schub ausgekommen und jetzt war der ganze Kopf von dem Schneemann graubraun überstäubt. Da hat der Fritzi gesagt, könne man auch gleich den kleinen Muck draus machen, hat dem Schneemann seinen Schal als Turban um den Kopf gewickelt und sich über das originelle Werk ebenso gefreut wie der Solkan. Weniger gefreut hat sich der Vater vom Solkan, der die Geschichte vom kleinen Muck nicht kennt und vom Balkon hinuntergerufen hat, es handle sich bei dem, was sein Sohn da anstelle, um einen Frevel und der Schneemann sei umgehend zu demontieren. Er solle doch die Kinder in Ruhe spielen lassen, hat die Mutter vom Fritzi gerufen. Und weil das Hin- und Herrufen schnell ziemlich laut und ruppig geworden ist, hat es Herrn Reithofer bei seinem Mittagsschlaf gestört. Zu allem Überfluss hat sich die alte Frau Reibeis ihren Aschenschub wieder abgeholt und dabei die Buben gelobt, das sei ja ein toller Mohammed geworden. Sie solle, hat der Vater vom Solkan, inzwischen unten angekommen, gesagt, es nicht wagen, leichtfertig den Namen des Propheten in den Mund zu nehmen. Frau Reibeis hat gekeift, sie nehme in den Mund, was sie wolle. Die Mutter vom Fritzi hat gemeint, der Vater vom Solkan solle nicht so humorlos sein. Herr Reithofer hat gefordert, es sei sofort das Muezzin-Geschrei einzustellen und die Mittagsruhe zu respektieren. Und der zufällig gerade von seinem Stammtisch zurückkehrende Herr Hammler, ehemals Hausmeister, hat dekretiert,
in ein derartiger Schmutzhaufen könne auf keinen Fall im Hof stehen bleiben. Es gehe nicht an, hat der Vater vom Solkan gesagt, den Propheten einen Schmutzhaufen zu schimpfen. Dem Fritzi, sein Onkel Rainer, hat gesagt, der Vater vom Solkan solle sich mäßigen, weil es an einer solchen Benennung legal überhaupt nichts auszusetzen gebe. Der Vater vom Solkan hat gebrüllt, was der Onkel Rainer denn sagen täte, wenn die Lausbuben einen Jesus am Kreuz mit Deppengesicht hingestellt hätten. Onkel Rainer hat gebrüllt, er könne ihm mit seinem Jesus-Schmarrn den Buckel hinunterrutschen. Frau Reibeis hat gebrüllt, das sei eine Gotteslästerung und gehe zu weit. Und, wer weiß, vielleicht von dem ganzen Gebrüll, jedenfalls im selben Augenblick, hat sich eine gewaltige Lawine oder vielmehr ein Schneebrett vom Dach gelöst und ist auf die tobende Versammlung draufgestürzt, woraufhin schlagartig Ruhe eingekehrt ist. Hinterher war der Schneemann noch ein Stück größer, aber wieder weiß und hat ein bisschen wie der Papst ausgesehen, was im Großen und Ganzen allen recht war, außer vielleicht dem kleinen Fritzi, der seinen Schal nicht mehr gefunden hat. Aber davon wollte er angesichts der allgemeinen Versöhnung lieber nichts sagen. Danke.